Hallöchen, liebe Bücherfreunde, herzlich willkommen beim Blick in die Vergangenheit und ich zeige euch heute meine gelesenen Bücher aus dem April. Es sind 9 an der Zahl, davon 6 E-Books und ein Hörbuch und 9 Bücher klingt erstmal gar nicht so viel, gerade wenn man vielleicht den Vormonat in Erinnerung hat, aber seitentechnisch bin ich absolut zufrieden. Es sind nämlich 3.975 Seiten gewesen, was im Durchschnitt pro Tag dann in etwa 133 Seiten ergibt. Also alles über 100 finde ich immer super im Durchschnitt. Es ist natürlich nicht so, dass man wirklich jeden Tag ansatzweise die 100 schafft. Es gibt halt Tage, da schafft man mehr, es gibt Tage, da schafft man weniger, gar keine Frage, daher auch nur die Durchschnittszahl. Es gibt mehr oder weniger 3 Highlights. Ja, würde ich definitiv so definieren oder so betiteln, wie auch immer wir so zeichnen wollen. Und ich denke, wir fangen jetzt einfach mit den Videoabschnitten durch, die ich ja wieder ziemlich zeitnah am Ende eines Buches gelesen habe. Und die folgen jetzt einfach mal. Das erste Buch im Monat April ist ein grünes Buch und zwar Seelenlos von Juliane Maybach. Der erste Teil nennt sich Splitterglanz und Juliane Maybach ist eine Self-Publisherin, die durch die Nekare-Reihe und die Midnight-Eyes-Reihe ja doch relativ, denke ich, schon bekannt wurde. Das aktuelle Buch ist wieder der Auftakt einer Trilogie, ist erschienen Ende Februar, hat 316 Seiten, kostet als E-Book 3,49 und als Taschenbuch, wie ich es in Händen halte, 9,99. Mir wurde das Buch von der lieben Juliane zur Verfügung gestellt. Vielen lieben Dank dafür. Um was geht es in dem Buch? Ganz grob erzählt geht es um Gwen, eine junge Frau, 21 Jahre alt, ist schon immer ihr Leben mehr oder weniger so ein bisschen auf sich allein gestellt. Ihre Eltern sind beruflich viel unterwegs. Und sie hat auch sonst nicht viel Familie, denn der einzig lebende Verwandte ist der Vater ihres Vaters, also ihr Großvater. Und den hat sie aber leider gar nicht viel gesehen, weil es da irgendein Zerwürfnis gab. Und erst als sie dann das Haus ihres Großvaters ausräumen und sie dort einen Taschenspiegel vorfindet, den ihr Großvater vererbt, bekommt sie wieder so ein bisschen Bezug zu ihrer Familie, zu ihrem Großvater und spürt, dass irgendwie in dem Taschenspiegel ja ein Geheimnis vielleicht verborgen ist, das sich relativ schnell lüftet, denn der Taschenspiegel ist ein Portal in eine andere Welt. Und in dieser anderen Welt trifft sie auf Taris, einen jungen, mysteriösen Mann, der schnell erkennt, dass in Gwen etwas steckt. Denn sie kann die einzelnen Teile eines Amuletts erspülen, das einen Wunsch erfüllen kann, wenn dieses Amulett gefunden wird. Und es sind aber nicht nur nette, junge, gut aussehende Männer in dieser anderen Welt, sondern es gibt auch böse Geschöpfe, darunter die Nephim. Das sind im Grunde Parasiten, Dämonen, die sich in den Körper einer Frau, während sie schwanger ist, verkriechen, das ungeborene Baby töten und als dieses Baby dann sozusagen auf die Welt kommen und wirklich sehr, sehr viel Böses in sich tragen. Und in dieser, ja, doch sehr konfusen Welt ist man jetzt eben auf der Suche nach dem besonderen Amulett, nach dem Glutamulett, um sich da vielleicht einen Wunsch erfüllen zu können. Der Auftakt ist unglaublich gelungen. Julianes Schreibstil ist hier sehr viel erwachsener, als er es noch bei Nekare war und auch bei Midnight Eyes. Und man spürt auch, da ist das Alter der Charaktere über 20 gerutscht ist, dass man hier nicht mehr ganz jugendlich ist, sondern eben schon eine Stufe weiter. Und das finde ich unglaublich gelungen. Das hat mir super viel Spaß gemacht, eben eine junge, erwachsene, selbstständige Frau zu finden wie Gwen, die so mit beiden Beinen im Leben steht, die so weiß, was sie will, die wirklich so handelt, dass man es nachvollziehen kann. Und das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Die Protagonistin wächst einem direkt ans Herz. Man fühlt mit, sie macht alles so, dass es nachvollziehbar ist. Sie ist mutig, sie lebenslustig, sie ist abenteuerlustig. Und sie behält deswegen trotzdem immer noch einen kühlen Kopf. Auch Taris, der mysteriöse junge Mann aus der anderen Welt, ist anfangs gar nicht so, dass man denkt, den möchte man näher kennenlernen. Aber er hat einen unglaublichen Humor, einen sehr trockenen Humor und die Dialoge der beiden sind unglaublich toll. Taris wächst einen allerdings natürlich auch ein bisschen ans Herz, denn er ist natürlich ein bisschen krummelig, ein bisschen genervt, ein bisschen stur, aber man spürt in der Gegenwart von Gwen, dass er tatsächlich ein gutes Herz zu haben scheint und dass beide sich hier sehr gut ergänzen in den Mischmasch der Welten sozusagen und
man eben jetzt bei der Reise gemeinsam auf der Suche nach dem Amulett etwas ineinander vielleicht auch finden könnte, in den Stärken des anderen. Die Liebesgeschichte ist hier wirklich nur ganz, ganz am Rande und ganz beiläufig, überhaupt nicht vordergründig, was ich auch sehr, sehr gelungen fand. Man kommt in die Geschichte rein, man ist sofort mittendrin, man geht auf Reisen mit Gwen in die andere Welt, man erfährt von den Geschöpfen dort, von den Beweggründen von Taris und man ist einfach in der Geschichte. Es ist bildhaft, es ist lebendig, es fühlt sich echt an, es fühlt sich an, als wäre man mit auf Reisen gegangen. Es ist unglaublich spannend, es packt einen, es nimmt einen mit, es führt einen durch diese Welt und man hat wirklich ein ganz, ganz tolles Lesegefühl dabei und ist wirklich begeistert mit, wenn man so spürt, was sich auch bei Juliane so in der Fantasie passiert ist und wie sie es rüberbringt und wie sie ihre Fantasie eben auf Papier bringt, mit welchen Worten, mit diesen tollen Dialogen, diesen tollen Beschreibungen. Sie schafft es, ausschweifend zu sein, aber dann auch wieder auf dem Punkt zu sein. Und gerade diese Mischung finde ich immer ganz, ganz besonders bei Juliane, was es mich immer wieder ganz viel Spaß bringt, ihre Bücher zu lesen. Das war auch bei den beiden anderen schon so, dass es nicht stundenlang ausführlich ist oder immer so direkt auf den Kern, wo man gar keinen Gedankenspielraum hat. Nein, sie hat da eine wunderbare Mischung und das hat sie hier auch wirklich wieder bewiesen. Und ich finde, das Buch ist wirklich erwachsener, es ist reifer, es ist vom Stil wirklich älter geworden und erfahrener geworden und man spürt das so, die Kleinigkeiten, die man vielleicht früher so ein bisschen gespürt hat, dass da noch so ein bisschen was Ungereimtes ist, dass da ein ungeschliffener Diamant ist, dass es hier immer feiner wird, immer klarer wird, immer besser wird und man wächst sozusagen einfach mit der Autorin mit und das finde ich persönlich wirklich ganz, ganz toll. Großartiges Buch, toller Auftakt zu einer Reihe. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Der zweite Teil soll im Sommer diesen Jahres kommen. Ich bin mega gespannt, freue mich auch auf die Farbe, die dann der zweite Band haben wird und die tollen Cover, also die laden ja wirklich dazu ein, dass man da ein bisschen länger verweilt und das so auf sich wirken lässt. Absolute Empfehlung, ein toller Einstiegsstart in den neuen Monat und ich bin wirklich begeistert. Und als nächstes musste ich dann wieder in die Welt von Westeros eintauchen und mit musste meine ich nicht, dass mich jemand gezwungen hat, beziehungsweise tatsächlich hat mich mein Lesedrang gezwungen. Ich habe diesen tollen Schuber ja im Hintergrund und er rief mir schon ein paar Tage, Wochen vorher zu, lies mich weiter, lies mich, lies mich. Und ich will unbedingt wissen, wie die Buchreihe ist und habe dann eben zu diesem 1128-seitigen Buch gegriffen. Es ist der dritte Teil der Song of Ice and Fire Saga von George R. R. Martin, zu Deutsch das Lied aus Eis und Feuer. Und im Englischen beinhaltet A Storm of Swords ja zwei Teile. Einmal ist ja gleichnamig der Sturm der Schwerter und ist der fünfte Teil. Und der sechste Teil ist dann die Königin der Drachen, wenn ich mich nicht irre. So bilde ich mir ein, dass das hieß. Genau, die Königin der Drachen. Und ja, der englische Band beinhaltet ja sozusagen zwei deutsche Bücher, beziehungsweise haben die in Deutschen eben zwei Bücher aus einem Band gemacht. Und ich liebe es. Es ist der dritte Teil, man ist sofort wieder dabei, man fängt an, es braucht zwei Seiten und man spürt wieder die Atmosphäre des Buches. Es ist ja eine sehr ruhige Atmosphäre, eine sehr ausführliche Atmosphäre. Es ist ein toller Stil, ich mag es, wie uns die Welt näher gebracht wird, die Charaktere wirklich ganz tief gezeichnet werden, man wirklich das Gefühl hat, dass diese Protagonisten im Grunde tatsächlich existiert haben, dass es eher was Geschichtliches hat, als irgendwie Fiktion ist. Und das ist einfach so auch das Besondere an der Geschichte, wie ich finde. Und man liest und liest und liest, hört zum Beispiel nach 100 Seiten auf und es sind so viele Dinge in diesen 100 Seiten passiert, die man während des Lesens gar nicht so wahrgenommen hat, sondern dann erst, wenn man darüber nachdenkt, spürt man, oh, was habe ich da gerade gelesen und das ist passiert und das auch und oh, jetzt sind wir schon da und das ist ein unglaubliches Gefühl, was sich dann im Nachgang eben einfach auch noch so bemerkbar macht und wo man also wirklich auch tagelang dann drüber nachdenken kann über gewisse Situationen und man fragt sich, ist das echt passiert? Wie hat er sich das ausdenken können? Wo nimmt er das her? Und man ist eigentlich mehr oder weniger teilweise sprachlos vor diesem Genie in diesem Buch, wo man sich so denkt, dass der das alles so umrissen hat, für jeden seiner Charaktere ja genau weiß, wo sind die und auch im Erzählen
Erzählstrang und was kann der gerade wissen, von dem wir was erfahren und wie lange ist das her? Was mich so, also stört, ist zu viel gesagt. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es keinen Zeitstrang irgendwie gibt. Man hier leider gar kein Zeitgefühl hat. Man weiß nicht, vergeht eine Woche, ein Monat, ein Jahr. Man ist da so ein bisschen lost, wie ich finde. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil man wüsste natürlich schon gerne, wo befindet man sich in etwa? Wie lange ist es jetzt her, dass unsere Geschichte im Grunde begann? Wie viele Jahre sind da schon rum? Und ja, das kriegt man nur ein bisschen mit über das Alter der Kinder, Jugendliche, aber sonst ist es natürlich schwierig, da irgendwie ein Zeitgefühl zu bekommen. Und das ist so ein bisschen, wo ich manchmal so denke, oh Gott, wenn man jetzt mal so eine Zeitangabe hätte, es würde es vielleicht ein bisschen vereinfachen. Ich glaube aber, es hätte der Geschichte vielleicht sogar geschadet, wenn man auf eine Zeit so irgendwie Wert gelegt hätte, weil es klafft eben einfach mal vorbei. Man hat da ein Ereignis und dann tauchen manche eben wieder dahinter erst ein und landen vielleicht zum Beispiel einen Tag später. Andere, also das ist natürlich sehr viel Zeitverschobenheit und ja, das kann man natürlich nicht auf den Punkt genauso erklären. Aber es ist ein tolles Buch. Es sind im dritten Band wirklich so viele, ja, neue Weichen gestellt worden. Es gab einige Tote. Es hat wirklich auch so, wenn man mit Spielfiguren denkt, die haben sich jetzt ein bisschen anders positioniert und man kann jetzt einfach gespannt sein, wie ja im Grunde das Spiel um die Drohne weitergeht und ja, wie es dann wirklich jetzt im vierten und fünften Band passiert. Und ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Band, der jetzt zwar ein bisschen warten einfach muss, weil ich zwischendrin jetzt auch mal was anderes lesen möchte, muss, sollte, könnte, wie auch immer. Aber ich freue mich wirklich, diese Reihe entdeckt zu haben und die mich dann auch begeistert. Vor dem Englisch, dazu sage ich nochmal kurz was, sollte man keine Angst haben. Ich persönlich komme mit amerikanischem Englisch viel besser zurecht als mit Englisch-Englischen sozusagen. Ich fand es sehr gut. Also ich komme gut rein. Es sind mal so ein paar Wörter, die einem fehlen, aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, oh, da muss ich nachblättern, sondern das ergibt sich einfach aus dem Sinn. Und wer halt die Serie zum Beispiel kennt oder auch die beiden vorhergehenden, der weiß dann auch in etwa, ne, und kennt die Begriffe mittlerweile im dritten Teil. Also das finde ich wirklich toll. Ich mag wirklich den amerikanischen Stil sehr, sehr gerne. Und es ist halt so schön kurz und bündig und dennoch ausschweifend irgendwie. Ich kann es nicht anders sagen. Und ach ja, ich bin einfach ein Fan. Ich bin begeistert. Und ich kann die Reihe wirklich nur jedem nahelegen, ja, der sich durch meine Videos und auch durch diesen Abschnitt jetzt vielleicht ja, irgendwie motiviert fühlt, da einfach mal zu lesen. Das sollte auf jeden Fall einfach mal mit dem ersten Teil anfangen. Der Frühling ist nah und somit auch der Sommer nicht mehr fern. Und ich habe mir Sommerstimmung auf den E-Book-Reader geholt mit einem E-Book voller Kurzgeschichten, 22 an der Zahl, und zwar Wellenküsse und Sommerfunkeln. Herausgegeben ist dieses, ja, Sammelsurium an Kurzgeschichten von der lieben Gabriela Engelmann im Feelings Verlag. Kostet als E-Book 8,99 €, ist am 1. April erschienen und hat knapp 360 Seiten. Ja, man findet darin 22 Kurzgeschichten über den Sommer, über Menschen, über Liebe, über Freundschaft und vorwiegend eben, ja, über Frauen in der Thematik sehr oft natürlich vertreten. Und es sind auch sehr viele, ja, bekannte Autorinnen dabei, wie eben Gabriele Engelmann, Adriana Popescu, Nancy Salcho, Ini Lorenz und Britta Sabak als Beispiel. Und es waren tolle Geschichten dabei. Ich muss natürlich sagen, von den 22 waren nicht alle, die mich so vom Hocker gerissen haben, aber es waren sehr schöne dabei mit ganz, ganz tollen Weisheiten, mit Gänsehautfeeling, zum Beispiel bei Adriana Popescu. Und es war echt toll. Sehr schön. Ich habe ein paar Geschichten herausgesucht mit ein paar Weisheiten. Und da man natürlich jetzt zu 22 Geschichten nicht alles erzählen kann, würde ich das so ein bisschen reinbauen. Und zwar Führer Glückskekse von der lieben Gabriela. Hier haben wir auch wieder Bekannte, zum Beispiel Felicitas, die wir bereits kennen aus den Inselromanen von der lieben Gabriela. Und Clara ist eine Freundin und die reist zu ihr eben auf die Insel, trifft dort auf Sören und bekommt dann die Weisheit gesagt: Aber für die Liebe braucht man, genau wie fürs Backen, bestimmte Zutaten, Hingabe und Geduld. Wenn dann noch eine Prise Leidenschaft dazu kommt, ist das natürlich das Tüpfelchen auf dem I. Und das fand ich so schön und es war eine Geschichte, in der man lachen konnte, schmunzeln konnte, Gefühle gefühlt hat. Und Gabriela hatte mich direkt wieder so in ihren Fängen. Das ist, glaube ich, auch die erste Geschichte gewesen, die ich wirklich ganz, ganz toll fand.
Dann von Jana Wosen eine Geschichte, Deutschland sucht die Superinsel, und das war super lustig, denn hier trifft eine sehr kleine Insel, Neuwerk, vorher noch nie gehört, ist eine kleine Insel vor Cuxhaven, tritt in dieser Show auf, Deutschland sucht die Superinsel. Also man kann sich das vorstellen, wie Deutschland sucht den Superstar. Und da trifft sie eben auch auf Rügen und auf Sylt und auf all die großen Inseln und ist so ein bisschen der Underdog. Und das war unglaublich lustig, diese Idee, Inseln gegeneinander antreten zu lassen und dann sogar noch Gäste, die dazukommen und was über die Insel erzählen, fand ich mega klasse. Es hat super Spaß gemacht, hat sich ratzfatz so weglesen lassen, war super unterhaltsam. Dann, ja, eine Geschichte, die ich echt schön und gefühlvoll fand und, ja, wie sollte man es anders erwarten, von Adriana Popescu, Der Junge, der wartet. Hier haben wir die liebe Julia, die nach Italien fährt zu einer Hochzeit ihrer Freundin und sie ist da in der Umgebung vom Lago, nein, nicht vom Lago Maggiore, sondern vom, wie heißt der andere große See, jetzt komme ich nicht drauf. Ja, ihr wisst bestimmt, da in die Infobox, vielleicht fällt es mir noch ein. Und sie hat da einmal in einem Sommer eine große Liebe getroffen und diese Liebe hat sich natürlich weiterentwickelt. Sie gingen dann irgendwie auseinander, das erfährt man in der Geschichte. Und dann hat eben der Junge, der wartet, die Bedeutung, dass das eben der Mann ist, der eben auf ihre Rückkehr wartet, der italienische Mann sozusagen. Und das war so schön und ich hatte am Ende nicht nur Gänsehaut, sondern tatsächlich Tränchen in den Augen. Und auch hier eine sehr, sehr schöne Weisheit. Liebe findet immer einen Weg zurück in unser Leben. Manchmal verlieren wir sie und unser Herz an Orten, die wir lange nicht mehr besuchen. Doch wenn wir sie dann wiederfinden, ist es umso schöner. Und ach, toll. Adriana hat mich hier wieder komplett weggeschmissen, wie mit ihren beiden anderen Büchern, die ich von ihr gelesen habe. Es war so viel Gefühl, es war Herzlichkeit, es war so viel Wahres drin und man hat halt auch das Gefühl, man ist da gemeinsam in dieser Geschichte und das macht sie wirklich toll und trifft Gefühle so auf den Punkt und gibt ihnen dann Raum, um zu wachsen und zu leben und ach, super. Also ganz, ganz tolle Geschichte. Und die nächste Geschichte, die auch eine schöne Weisheit beinhaltet hat, war Die Bucht von Nina George. Nina George, das hatte mir vorher gar nicht viel gesagt, ich glaube, aber die muss ich mir mal näher angucken, ob das eine Autorin für mich ist. Und zwar sind wir hier in der Bretagne und wir begleiten Fleur, sie ist Pariserin und sie kommt eben seit Kindertagen in dieses Familienhaus, was eben dort als Urlaubshaus genutzt wird und erzählt uns da so ein bisschen ihre Jugend, ihre Kindheit und wie es so dazu kam. Und ihre Mama hat eine sehr schöne Weisheit, fand ich ganz, ganz toll. Warten ist wie vor einer geschlossenen Tür zu stehen. Aber du bist auf der Seite mit der Klinke, vergiss das nicht. Du kannst die Tür jederzeit öffnen. Und das fand ich so schön und es hat toll in diesen Moment gepasst und es hat so dieses Gefühl der Mutter zu ihrer Tochter und das Leben der Tochter so einfach gepasst. Und ja, und dann gab es noch etwas sehr, sehr Lustiges, zum Beispiel Minou und die Schokoladenbande von Jean Bagnol vermutlich. Und zwar sind das Geschichten oder ist eine Geschichte aus der Sicht von Katzen. Es ist eben eine Katzenbande und die streift da umher und will unbedingt Fälle lösen und macht das sehr lustig. Und das ist eben genau diese Mischung dieser 22 Geschichten. Man hat viel Gefühl, man hat viel Humor, man hat lustige Dinge und das ist so ein Paket, wie eben der Sommer auch ist. Und ach, so viel Gefühl und ich habe so toll und gerne in diesem Buch gelesen und mir haben diese Kurzgeschichten Spaß gemacht, weil man eben einfach immer eine Kurzgeschichte mal zwischendurch lesen konnte oder noch eine und ne, das dann ähnlich wie Serie gucke, eine geht noch. Und fand ich toll, ist eine absolute Empfehlung, wer sowas gerne liest und vielleicht auch einfach mal Autoren kennenlernen möchte, der hat hier auf jeden Fall die Möglichkeit, mal so ein bisschen reinzuschnuppern, denn ich finde, man spürt die Autoren darin. Also ich habe eine Gabriela Engelmann erkannt, eine Adriana Popescu, eine Britta Sabak, also all die, von denen ich auch schon was gelesen habe, von denen ich was kenne. Und es war einfach so wie ein kurzes Eintauchen in die Geschichte und der Nachteil an Kurzgeschichten ist, dass sie eben so kurz sind. Aber eine tolle Sammlung an Geschichten, die mir echt Spaß gemacht hat. Absolute Empfehlung und es war mir eine Freude, das zu lesen. Und das nächste ist ebenfalls ein E-Book und zwar das neue Buch von Nina Blason, Silvur, die Nacht der silbernen Augen. Erschienen am 21. März im CPD Verlag, hat 420 Seiten, kostet als E-Book 13,99 € und als gebundene Ausgabe 16,99 €.
Ja, Silfur. Es ist mein erstes Buch von Nina Blason und ich kannte vorher, wie gesagt, nichts von ihr. Und mich hat hier unglaublich das Cover angesprochen und die Idee und das Setting, das in Island spielt. Und ja, um was geht es in dem Buch? Es geht um Tom und seinen Bruder Fabio, die zusammen mit ihren Eltern Urlaub machen, eben auf Island. Der Vater hat da geschäftlich etwas zu tun und die Mutter möchte ein bisschen ihrer Kreativität freien Lauf lassen, möchte dort malen, künstlerisch tätig werden. Und sie wohnen in einem Haus, das eigentlich von einer Familie bewohnt ist, die es aber eben in Urlaubszeiten vermieten. Und die Tochter der Vermieterin ist Eileen. Und man merkt schon zu Beginn, irgendwas umgibt dieses Mädchen, irgendwas ist anders, sie ist frech und wild und direkt und ja, verärgert die beiden Jungs anfangs so ein bisschen. Doch dann trifft Tom sich mit Eileen des Öfteren und sie erkunden die Gegend. Und Fabio ist aber nicht ganz so dabei, denn Fabio trifft auf Hansen, einen Jungen, ich glaube, aus der Nähe, aus der Umgebung, aus der Nachbarschaft. Und er entdeckt aber nicht nur Hansen, sondern ja scheinbar auch Elfen. Und er nimmt diese viel klarer und deutlicher wahr als sein Bruder. Und das alles verpackt in einer wunderschönen Welt und in einer wunderschönen Umgebung, nämlich Island. Die Geschichte ist märchenhaft. Es ist aber keine Märchengeschichte, die nur für Kinder ist oder Jugendliche. Nein, auch wir Erwachsenen können darin schwelgen. Und Nina Blason schafft es, einen mitzunehmen. Und sie schreibt das so lebendig und allein der Handlungsort, dieses Island, dieses Mystische und diese Elfen und diese ja, Geschichten, die sich darum ranken. Und einfach ganz, ganz toll. Man hat wirklich das Gefühl, man ist dabei, man ist vor Ort, man geht mit den beiden Jungs auf Entdeckungstour und sie umschreibt das alles auch so märchenhaft, wie wenn es wirklich aus einer anderen Zeit, aus einer anderen Welt ist und Island verzaubert einen dadurch so ein bisschen mehr. Und man sieht eben auch Island und diese Umgebung mit den Augen eines Kindes und der Kinder, aus deren Sicht ja die Geschichte auch erzählt wird und das ist so einfach noch so ein anderes Gucken. Man nimmt als Kind andere Dinge wahr, Sachen, die einem jetzt vielleicht als Erwachsenes selbstverständlich vorkommen, sieht man mit den Kindernaugen ganz, ganz anders. Und das finde ich ganz, ganz toll passiert. Die Geschichtsdetails sind so ein bisschen unauffällig, unaufdringlich, stehen nicht so im Vordergrund, aber es fließt so in die Geschichte ein, in die Handlung und am Ende hat man ein großes, tolles Ganzes, was es wirklich rund macht, was es erzählerisch sehr spannend macht und auch die Handlung wird natürlich ein bisschen spannend und man umgibt sich da einfach mit den Legenden und den Mythen und was mir auch gut gefallen hat, ist, wie sich die Charaktere entwickelt hat, wie sich auch diese Freundschaft unter den Brüdern entwickelt hat, wo dann eben auch mal Eifersucht mitspielt und dass man genervt ist vom anderen, aber immer wieder zueinander findet. Das ist so eine schöne Message, wie ich finde, auch einfach für Kinder, für Jugendliche und wo man sich einfach was mitnehmen kann und eben so ein bisschen, ja, es einen umgibt. Ich fand es ein sehr gelungenes Buch, es hat sehr viel Spaß gemacht, es zu lesen und Island, man würde am liebsten direkt hinreisen und sich ein eigenes Bild davon machen. Es hat mich echt begeistert und es war wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte und ich denke, es wird nicht die letzte Geschichte sein, die ich von Nina Blason lese, weil mich das jetzt wirklich sehr begeistert. Ich bin gespannt, wie sie sonst vielleicht so schreibt, wenn sie sich nicht so auf etwas Märchenmystisches sozusagen so einrichtet. Vielleicht habt ihr ja Buchtipps von ihr. Dann einfach in die Infobox. Und eine Buchempfehlung von mir für alle, die sich gerne mit Märchen, Island und Feen umgeben wollen. Im April war es dann auch endlich soweit, dass das neue Buch von Mark Levy erschienen ist. Und zwar Das Geheimnis des Schneemädchens ist im Blanvalet Verlag erschienen, hat 369 Seiten, kostet als gebundene Ausgabe 19,99 und als E-Book 15,99. Ja, von Mark Levy habe ich schon einiges gelesen und war sehr gespannt auf das neue Buch, das ja einen wirklich sehr interessanten Titel hat und auch der Klappentext mich angesprochen hat. Die Geschichte war dann aber eine ganz andere, denn anstelle, dass man wirklich ein typisches Schneemädchen sucht, waren wir dann auf einmal in einem Polit-Thriller, der sich irgendwo zwischen dem Mont Blanc und den USA sozusagen aufgehalten hat. Und man war auf einmal in einer ganz anderen Geschichte, als man es, oder ich zumindest, von Mark Levy erwartet hatte.
und habe mich an vielen Stellen gefragt, gefällt mir das Buch jetzt? Ist es spannend oder Also ich kann mich hier wirklich mit einer Bewertung sehr schlecht entscheiden, weil die Geschichte durch diesen Auftakt, der eben erst in Indien ist, es zerschmettert ein Flugzeug am Mont Blanc und dann geht eben einige Jahre später unsere Protagonistin auf die Suche nach etwas, was dort im Flugzeug sein muss. Und ja, sie verliebt sich in ihren Kletterführer, Kletterlehrer. Und ja, die beiden haben dann einen Unfall am Mont Blanc und stürzen in eine Gletscherspalte und versuchen da eben wieder lebend irgendwie herauszukommen. Sie findet dort aber dann tatsächlich das Flugzeug, findet auch das, was sie sucht, was dann später in der Geschichte eine Rolle spielt. Und ja, sie versuchen trotz der vielen Verletzungen, die sie haben, eben wieder aufzusteigen. Und ja, ihr Kletterlehrer merkt aber, er ist so verletzt, er wird es nicht schaffen und opfert sich, damit sie überleben kann. Und ja, dann eben einige Jahre später versucht sie eben, ja, nach diesem schweren Verlust das Geheimnis des Schneemädchens weiter zu lüften. Dazu gibt es eben auch ja, eine Großmutter, die irgendwie ja, Volksverrat oder Landesverrat begangen hat und sie will das herausfinden. Sie hält ihre Großmutter eben für unschuldig und dass da irgendwas anderes ist und sie hat wohl auch irgendwie, obwohl sie mit einem sehr, ja, gut bekannten Politiker verheiratet war, hat sie wohl auch irgendwie eine Affäre auf einer Insel. Und dann gibt es eben auch so Hintermänner, es gibt einen Journalist, der dann eben unsere Protagonistin unterstützt. Und es gibt so Hintermänner, wo man nicht so ganz weiß, sind die Freund, sind die Feind oder spielen die wieder ihr eigenes Spiel. Und ja, es war teilweise unglaublich verwirrend, weil man gar nicht wusste, wo die Geschichte hin will, weil ich ja persönlich auf etwas ganz anderes gewartet habe, etwas ganz anderes auch erhofft hatte aus der Geschichte. Und ich bekam dann irgendwie ganz wenig Mont Blanc, obwohl das ja wirklich im Klappentext eigentlich so vordergründig ist. Und ich ja wirklich dachte, wir beschäftigen uns eben mit diesem Berg und womöglich mit diesem Schneemädchen oder wie auch immer. Und es ist dann eben so abgedriftet in einen irgendwie etwas verwirrenden Polit-Thriller-Krimi, was jetzt ja nicht unbedingt meine Welt ist, gerade so ein Krimi. Und ja, es war irgendwie spannend. Ich bin dran geblieben. Ich hatte es auch relativ schnell gelesen, weil es ein sehr schöner Stil ist, wie er das ja übermittelt hat. Also er kann ja schreiben. Und das merkt man auch. Und wenn es jemand schafft, mich für einen Krimi zu begeistern, ist es wahrscheinlich wirklich Marc Levy. Aber irgendwie der Funke ist nicht übergesprungen. Wahrscheinlich, weil ich einfach was anderes erwartet habe und ich auch mit der Protagonistin, mit Susie, nicht so viel anfangen konnte, weil sie in meinen Augen sehr viel Unlogisches gemacht hat. Und wenn man nicht einen Bezug zum Protagonisten hat und mit dem mitfühlt und irgendwie, also er muss ja nicht immer alles richtig machen, aber er muss es dann so falsch machen, dass man sagt, ja, es war trotzdem irgendwie richtig. Und ich fand aber so viel unlogisch, was sie tat und fand auch ihren Charakter jetzt nicht gerade so, dass ich sage, ja, die Frau will ich unbedingt auch mal treffen, ne? Fand ich persönlich sehr schwierig. Und ich glaube, dazu fehlt eben dann einfach, wenn einem so ein Charakter fehlt, dann fehlt einem der Bezug zu der Geschichte. Es war irgendwie ein gutes Buch, es hat mich mit Spannung begleitet, aber irgendwie weiß ich auch nicht so recht, wenn das jetzt die Richtung ist, die Marc Levy eingeht, war es vielleicht sogar das letzte Buch, was ich von ihm gelesen habe, weil ich bin kein Krimi und so Polit-Thriller und irgendwie so ein Leser bin ich nicht. Und von Marc Levy erwarte ich einfach was anderes, logisch. Was nicht schlecht ist, wenn er sich weiterentwickelt, dann spricht er vielleicht andere Leser an, aber für mich ist es halt dann nichts mehr. Und dementsprechend werde ich beim nächsten Buch einfach erstmal auf ein paar Rezensionen warten und hören, was es dann da gehen wird. Es war gut und ich denke, jeder, der Polit-Thriller so ein bisschen Verschwörungen mag, Krimis mag und das wirklich irgendwie teilweise vor einer schönen Kulisse wie Mont Blanc, der wird seinen Spaß haben. Für alle, die einen typischen Marc Levy erwarten, die muss man enttäuschen, die bekommen nicht das, was sie sich vielleicht erhoffen. Weiter geht es mit einem Buch, das ein wunderschönes Cover hat. Und zwar Pandora, wovon träumst du, von Eva Siegmund. Ist jetzt Mitte April im CBT Verlag erschienen und wurde mir auch von diesem dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. Kostet als Taschenbuch 12,99 und als E-Book 9,99. Als diese Form habe ich es auch gelesen. Hat knapp 500 Seiten und ich muss hier wirklich sagen, mich hat hier fasziniert einmal das wirklich sehr schöne Cover. Ja, man kann jetzt natürlich sagen, irgendwie sind jetzt ständig Frauen in schönen Kleidern auf Covern, da ist was Wahres dran. Ich fand auch die Farbgestaltung sehr schön und es passt zu diesem Thema, wo es eben heißt, es geht irgendwie um Träume. Und ich finde wirklich, dass die Farben so ein bisschen traumhaft wirken, wie eben so aus einem
Traum gezeichnet. Fand ich sehr, sehr toll. Und dann hat mich natürlich auch der Klappentext angesprochen. Es geht ja um eine Welt, die doch sehr vernetzt ist. Alle Menschen haben mehr oder weniger einen Smartport im Kopf. Keiner verwendet mehr ein Smartphone, das ist total out. Und es gibt diese Smartbox eben in unterschiedlichen Varianten mit Werbung, dann ist es etwas günstiger oder eben werbefrei, dann ist es aber eher schon ein Luxusgut. Und wir treffen auf zwei Mädels, die auch die komplette Geschichte über eine Reue spielen. Wir treffen auf Sophie, die in sehr normalen Verhältnissen lebt, die mit ihrem Vater zusammen wohnt und die Geschichte spielt in Berlin. Und Sophie wird eines Tages eingeladen zu einem Notar oder was, ein Anwalt, irgendwas von beiden, und trifft dort auf Liz. Und Liz ist eine sehr, ja, sehr wohlhabende Tochter, die ihre Eltern aber sehr selten sieht, eher mit den Dienstleuten aufwächst. Und ja, beide könnten eigentlich unterschiedlicher nicht sein, sind sich aber sehr ähnlich, denn sie sind Zwillinge, die getrennt wurden, als ihr Vater scheinbar die Mutter ermordet hat. Hat man die Zwillinge dann getrennt und eben unterschiedlich bei Leuten aufwachsen lassen. Und so lernen wir durch die beiden eben die unterschiedlichen Welten kennen, eben einmal etwas reicher, etwas normaler würde ich es bezeichnen, und eben auch die Technik, die sich hier im Kopf dann widerspiegelt, die eben auch, und da dreht sich der Kreis sozusagen jetzt zu den Träumen, in den Träumen eben einen mit ja, Werbung versorgt, mit Dingen, die einen beeinflussen sollen. Und Träume sollten ja eigentlich frei sein und einem selbst gehören. Und man spürt eben, in dieser Welt ist etwas anders. Und gerade was dann diesen mit Werbung, ja, durchzogenen Smartport so ein bisschen, man spürt über Sophie, ja, ist natürlich schon, dass da einiges vor sich geht. Und ja, da taucht dann natürlich auch noch das Rätsel der Eltern mit auf, was ist da wirklich passiert? Die Eltern hatten irgendwie was auch mit der Erfindung dieses Gerätes zu tun und der Vater scheint tatsächlich ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen. Zudem kommen sich beide natürlich näher und driften von ihren eigenen Familien, Freunden ein bisschen ab. Und ja, es ist so eine Geschichte mit Irrungen und Wirrungen. Und dann taucht eben noch der Sandmann auf, der vielleicht die Herrschaft über die Menschen haben möchte. Ganz zu Beginn, das erste Drittel, habe ich mich gefühlt wie in einer Fortsetzung von Coherent. Ja, Coherent von Laura Newman hat ja auch schon hier eine Gerätschaft und ein Mädchen, die eben durch sich selbst im Grunde mit Elektronik sich verbinden konnte. Und ich hatte hier wirklich zu Beginn das Gefühl, dass diese Geschichte weitergesponnen wurde, eben dann über dieses Gerät, das man sich einpflanzen lassen kann und was einen mit der Welt mehr oder weniger verbindet. Ich fand das aber gar nicht negativ, sondern eigentlich eine sehr coole Idee, und ich mochte ja schon den Coherent-Faktor und dieses Weitergespinne hat man sich ja vielleicht selbst nach dem Lesen manches Buches schon gefragt. Es ist aber in keinster Weise, möchte ich jetzt damit sagen, abgeschrieben oder sonstiges. Es fühlt sich für mich als Coherent-Kenner eben einfach nur so an, und jeder, der Coherent geil und toll fand, kann hier im Grunde einfach, sag ich mal, eine ähnliche Geschichte, die so in diese Richtung der Vernetzung und so geht, einfach weiterlesen. Das so im Grunde als Tipp. Ja, das Buch. Es hat hochlobende Worte von sehr vielen Booktubern und Rezensenten sozusagen gesehen und gehört, habe ich mitbekommen. Und ich muss gestehen, ich habe mir irgendwas anderes erwartet. Ich fand die Geschichte sehr spannend, ich fand den Gedanken, dass wir Vernetzte miteinander, sehr interessant, doch habe ich nicht mit so viel Familienverwicklung gerechnet und mit diesem, dass da eben zwei Zwillinge oder Geschwister irgendwie aufeinandertreffen, die sich vorher nicht kannten. Also mir waren es persönlich zu viele Geschichtsstränge, die alle irgendwie in diese knapp 500 Zeilen irgendwie drin waren, und man wollte irgendwie gefühlt zwei, drei Geschichten auf einmal erzählen. Ist so mein Eindruck. Es war durchweg spannend. Ich habe das Buch auch sehr schnell durchbekommen. Es gab keinen Moment, wo ich jetzt sagte, oh, ist das langweilig, oder ach nee, heute will ich nicht hingreifen. Also ich habe es wirklich, glaube ich, in 3 Tagen sehr gut durchgelesen. Hat auch Spaß gemacht. Ich fand eben auch so diese Einzelgeschichtsstränge unglaublich spannend, sehr interessant. Irgendwie vom Hocker gehauen hat es mich aber nicht. Es ist eine durchweg gute und wirklich interessante Geschichte, aber so richtig, dass ich sage, hat mich jetzt vom Hocker gerissen, nicht. Es gab eben für mich einfach dieses zu viel gewollt und zu
ja zu wenig teilweise auch rübergebracht. Das kann man so schlecht erklären. Mir waren dann manche Geschichten innerhalb der Geschichte einfach zu kurz und zu oberflächlich. Man konnte auch nicht so richtig mit beiden mitfiebern, weil man eben immer so gewechselt ist in den Perspektiven und auch diese Wechsel gingen mir teilweise ein bisschen zu schnell. Man wusste zwar immer, wer man ist und auch wo man ist, was ich immer wichtig finde bei Perspektivwechsel, aber es ging mir manchmal zu schnell und manchmal befand man sich so in einer Situation und schwupps war man die andere und man fragt sich, warum hat man da jetzt so einen Cut draus gemacht? Das hat manchmal für mich nicht so den Sinn gemacht. Also ich fand es ein durchweg gutes, spannendes Buch mit einem interessanten Thema, aber so der letzte Kick für ein sehr gutes Buch und eine Geschichte, die man nicht mehr vergisst, hat mir dann persönlich ein bisschen gefehlt. Dennoch Leseempfehlung, gerade wer sich um diese Thematik mit dieser Vernetzung und diesem, was könnte nach den Smartphones kommen, vielleicht wirklich interessiert, für den ist das ein toller Aspekt, so ein richtig schöner Science-Fiction-Ausblick, wie ich finde, der mich ein bisschen beängstigt, aber ich mir den durchaus vorstellen kann. Und das macht eben dieses Buch zu so einem Gesamtkonstrukt aus verschiedenen Genres, verschiedener Geschichten und hat so eine Hülle und Fülle an Geschichte. Also durchweg gut, spannend, irgendwie so das letzte bisschen hat gefehlt, aber es ist wirklich eine Leseempfehlung von mir für euch. Auch ein Audible-Hörbuch ist diesen Monat von mir gehört worden. Und zwar eine Kurzgeschichte von Jojo Moyes, Nachts an der Seine, hat 78 Seiten, wenn man es als E-Book sich zulegt, und hat knapp 2 Stunden Hörzeit gehabt. Erschien im Argon Verlag und kostet als E-Book 3,99 und als E-Book 9,95 so rum. Und die Sprecherin ist Luise Helm. Im Audible-Abo war es ein halber Gutschein. Und das zweite war dann ebenfalls ein Jojo-Kurzroman. Zur Geschichte gibt es gar nicht so viel zu sagen. Wir haben hier Nell, die zusammen mit ihrem Freund eine Reise nach Paris plant und schon auf dem Weg ist. Und erst in Paris sagt er ihr ab, dass er nicht kommt. Sie selbst ist eher so das Mauerblümchen, ist aus ihrem Dorf in England vorher noch nie rausgekommen und beschließt dann aber, in Paris lässt sie es krachen und trifft dort auf Fabio, wie auch immer man ihn ausgesprochen hat. Ja, so kurz war die Geschichte. Und auch er kämpft so ein bisschen mit seiner Ex-Beziehung, hat mit der Freundin noch nicht so ganz abgeschlossen, schreibt dann ein Buch, ist aber so von Selbstzweifeln ein bisschen zerrissen und weiß nicht, ob das Buch gut ist, ob er es veröffentlichen soll. Und beide verbringen dann eben eine Nacht mehr oder weniger miteinander und spüren so irgendwie, ja, da könnte das Leben beginnen. Und das ist im Grunde schon die Geschichte. Also klar kann man auf 78 Seiten nicht sehr viel erzählen, aber ich habe ja in dem Monat auch schon andere Kurzromane gelesen, die mich durchaus auch auf 10, 15 Seiten beeindruckt haben. Und Jojo Moyes hat es hier gar nicht geschafft, mich zu begeistern. Ich fand, Nell war viel zu klischeehaft, dass sie dann auch noch auf jemanden trifft, der irgendwie ja auch Probleme im Leben hat und beide jetzt irgendwie zufällig sich treffen und spüren, das Leben geht auch anders. Es war viel zu viel Klischee. Und auch dieses, ich bin eigentlich ein Mauerblümchen, tue aber in Paris so, als wäre ich toll, groß und die weltgewandte Frau, das klappt in der Realität einfach nicht. Ja, ich weiß, es ist eine Geschichte, aber irgendwie wurde man mit den Charakteren nicht wahr, man konnte die Sachen von den Protagonisten nicht nachvollziehen und es war irgendwie merkwürdig zu lesen. Es war kein Jojo Moyes, der mich irgendwie einfängt, der mich berührt, der Gefühle in mir auslöst. Es war irgendwie, es plätscherte vor sich hin. Ob ich jetzt die Geschichte höre, lese oder nicht, es hat mein Leben nicht verändert, hat kein Gefühl zurückgelassen. Es gab keine schönen Worte, die man sich irgendwie hätte merken können, wollen. Ganz anders als ja zum Beispiel im Vergleich das letzte Buch mit den Kurzgeschichten, das Gabriele Engelmann herausgegeben hat. Und da waren eben Geschichten dabei, die einen wirklich tief ins Herz getroffen haben. Mir gab es zum Lachen, war zum Weinen hier, plätscherte alles vor sich hin und das Ende war abrupt zu Ende und man dachte, hä, habe ich was verpasst? Ich habe sogar zurückgespult, weil ich dachte, warst du irgendwie im Moment unaufmerksam, was ja bei einem Hörbuch durchaus auch passieren kann, aber gar nicht. Und es war so eine Geschichte, die mich nicht begeistert hat. Ich fand es unglaublich schade, dass Jojo Moyes nicht geschafft hat, auf, ja, im Grunde fast 80 Seiten etwas Gefühlvolles und irgendwie ein Feuerwerk zu bauen. Ich weiß nicht, ich fand es irgendwie nicht gut und finde es unglaublich schade und hoffe jetzt, dass zumindest das andere Hörbuch, was ich von ihr habe, mit der Kurzgeschichte ein bisschen besser ist.
Das hier hat mich wirklich nicht begeistert und ist von mir auch absolut keine Empfehlung, die ich irgendwie geben könnte. Leider. Schade. Weiter geht es mit dem dritten Teil der Nimmerherz-Reihe von Erik Hellen, Das Blut der Roa. Und auf diesen dritten Teil habe ich mich unglaublich gefreut. Der erste Teil hieß Roter Schnee wird fallen und der zweite Teil Der lange Weg des Windes ist jetzt ganz aktuell Ende März erschienen, wurde mir als E-Book von Erik, vielen Dank dafür, zur Verfügung gestellt, hat 508 Seiten und ist im Wortkrieger Verlag erschienen. Taschenbuch kostet 13,89 €, Entschuldigung, und das E-Book 3,99 €, was ich nach wie vor einfach super günstig finde, dass man tatsächlich E-Books zu so günstigen Preis bekommt. Es ist schon fast zu günstig, denn die Geschichte ist das Zehnfache wert. Ich liebe die Nimmerherz-Reihe seit dem ersten Teil und ich möchte jetzt natürlich keinen spoilern und so relativ wenig über den dritten erzählen. Was ich unglaublich toll fand, war, dass man eine kurze Einführung von Band 1 und 2 hatte, sodass man ganz ratzfatz wieder in der Geschichte drin war. Das fand ich wirklich ganz, ganz toll. Das hat Erik so wunderbar auf den Punkt gebracht und man war direkt wieder drin. Und die 500 Seiten, ich habe sie ihm nur verschlungen. Es war ein unglaubliches Lebenserlebnis. Es hatte alles, was man sich von High Fantasy wünscht. Ja, mein Pizza ist auch ganz begeistert. Wir verfolgen die Charaktere weiterhin. Asha, unser Nimmerherz, Tani, die sich in Skargak findet, wo sie ja im Grunde den Norden schützen möchte und auch verteidigen muss. Und das ist unglaublich dramatisch, was sich da so abspielt jetzt im dritten Teil. Wir haben Ribana im Quell, die ja so ein bisschen, glaube ich, langsam den Mut verliert und man hofft, dass sie nicht aufgibt. Und Asha ist Asha. Die Legende um das Nimmerherz ruht in ihm. Und es ist einfach toll. Also ich bin ein Riesenfan von allen drei Charakteren. Ich finde es toll, wie Erik Hellen diese drei Perspektiven uns zeigt. Man weiß zu jeder Zeit, wer man ist, wann man ist und wo man ist, was derjenige vorher erlebt hat. Das ist unglaublich, wie das in 500 Seiten gepackt ist. Und es ist detailreich, es ist lebendig, es ist bildreich, es ist gewaltig. Man hat so viele Gefühle, man schmunzelt über manchen Dialog. Ich hatte Tränen, die gekullert sind in manchen Szenen. Ja, das ist unglaublich, was alles drin ist. Man verliebt sich in die Roa, das sind ja ganz tolle Wesen, ohne zu viel verraten, aus dem Norden. Und man hat direkt so ein Gefühl, dass man ein Nordkind ist. Und ach, das ist toll. Es ist einfach toll. Und entschuldigt, meine Katze macht mich gerade unter mir ein bisschen irre. Und ich war einfach hin und weg. Und auch die Charaktere, das ist alles so echt. Und man kann das nachvollziehen und man versteht die Gefühle und auch was sie denken, warum sie es denken. Und man fiebert damit und hofft, dass jetzt, es geht aufs Ende zu, der vierte Teil ist ja nah, dass alle Sachen, Erzählstränge jetzt dann irgendwann zueinander kommen. Und man hofft so darauf, dass es ein gutes Ende nimmt. Doch weiß ich tatsächlich bei Erik nicht, ob er das vorhat, dass alles ein gutes Ende nimmt. Ich bin hin und weg. Es ist eine unglaublich tolle High-Fantasy-Geschichte. Und ich bin da wirklich hin und weg. Also das begeistert mich jedes Mal aufs Neue. Das hat mich am ersten Teil, es hat mich gepackt, fest gefesselt. Und ich habe mich unglaublich auf den zweiten gefreut und den dann ebenso begeistert gelesen. Und jetzt im dritten, ich bin noch ganz sprachlos. Ich habe ihn heute Nacht sozusagen, glaube ich, kurz nach eins beendet. Und es ist alles noch so frisch und man ist eigentlich irgendwie sprachlos über diese Gewalt, die einen mitreißt. Und es hat einfach alles, was in meinem Gefühl einfach eine High-Fantasy-Geschichte wie Herr der Ringe, wie Game of Thrones einfach haben muss. Und Nimmerherz hat es, die Legende darum, es gibt eigene Lieder, es gibt wunderbare Sprichwörter, die wir anfangs von Kapiteln immer erfahren. Es ist bombastisch und ich bin einfach begeistert. Ich freue mich unglaublich auf den vierten Band und hoffe, dass sich Erik nicht allzu lange dafür Zeit lässt und wir ihn tatsächlich vielleicht spätestens im Herbst lesen können. Und ich bin einfach in diese Welt verliebt und wäre unglaublich gern mal mit in dieser Welt unterwegs und großes, großes Bücherkino, absolutes Monatshighlight. Ich bin wirklich begeistert. Und das letzte Buch packe ich jetzt direkt live sozusagen hier mit rein,
weil ich es im Grunde gestern früh beendet habe. Und zwar Wildrosensommer von der lieben Gabriele Engelmann, erschienen im Knauer Verlag, ganz aktuell jetzt Ende April, Anfang Mai, wurde mir auch zur Verfügung gestellt, einmal in dieser wunderschönen Taschenbuchausgabe und einmal in der besonderen Vorableseexemplar, das dann im Grunde die Satzfahne war. Ja, ich habe mich sehr gefreut auf das neue Buch von Gabriele Engelmann, kostet als Taschenbuch und E-Book je 99, hat knapp 400 Seiten und spielt anfangs in München, wo ja Gabriele Engelmann, glaube ich, auch ursprünglich herkommt. Und wir lernen Aurelia kennen, der ihr Mann ist vor 2 Jahren spurlos verschwunden und sie zieht seitdem allein ihre 2 jugendlichen Kinder groß, hat eine Katze namens Momo, was ich total niedlich finde, dass man hier einen Buchcharakter im Buch sozusagen wiederfindet. Und wie es so bei Gabriela ist, und in der Regel haben wir ja hier so ein bisschen die Thematik Inseln, und ja, Aurelia packt es mit ihren Kindern und Katze Momo eben in die Nähe von Hamburg und sie zieht auf ein Hausboot, im Grunde im Vorland vor Hamburg. Und ja, sie fängt dort ein neues Leben an, sie spürt da irgendwie eine Verbindung zu ihrem verschwundenen Mann Nick. Und ja, das Leben dort beginnt natürlich mit einigen Problemen, sei es die Jobsuche, kommen die Kinder gut unter, finden sie schnell Anschluss. Und alles rundherum gepackt, dann eben auch noch ein bisschen mit den Rosen, die hier ein besonderes Thema finden. Und Aurelia ist auch ein bisschen bewandert in der Duftaromatherapie, was ich total interessant fand. Und die ganze Geschichte ist im Grunde eine typische Gabriele Engelmann, weil sie mich von der ersten Seite an verzaubert hat. Aber sie ist diesmal etwas ganz anderes. Sie beginnt ganz anders, sie hat einen ganz anderen Start. Sie beginnt sehr melancholisch, sehr traurig. Man spürt, dass eben bei Aurelia doch etwas irgendwie passiert ist und in ihr viel mehr schlummert, als sie zeigt. Und hat dann eben noch so das ein oder andere Hoch und Tief und hat dann eben auch ein wunderbares Ende, was die ganze Geschichte ganz, ganz toll abgerundet hat. Ein wirklich gelungenes Buch und Gabriela zieht mich immer wieder in ihren Bann und die Seite fliegen dahin. Sehr schön fand ich hier auch, dass die Kapitel immer mit besonderen Zitaten begonnen haben, die mir unglaublich gut gefallen haben, wo ich mir das ein oder andere noch herausschreiben werde. Man findet hinten dann eben auch den Nachweis, von wo dieses Zitat sozusagen ja hergenommen wurde. Und die Thematik hier drin, wirklich mit der Familie, mit den jungen Kindern, die Aurelia, die so ein bisschen manchmal an der Verzweiflung nagt und sich dann aber immer wieder berappelt, und auch das mit der Dufttherapie und welche Düfte so ein bisschen welche Bedeutung haben, was sie tun, fand ich super spannend. Dadurch, dass mich ja diese Themen auch so seit 1-2 Jahren umgeben, ist das mal wieder so ein anderer Einwurf, was Düfte so können, und ich fand diese Mischung einfach unglaublich gelungen und war wirklich der perfekte Abschluss eines ganz, ganz tollen Büchermonats. Und das waren sie nun, meine 9 Bücher, und wie man sieht, tatsächlich 3 Highlights, also auch hier natürlich das Lied von Eis und Feuer, der 3. Teil, A Storm of Swords, war für mich ein Highlight. Ich mochte auch Silfur unglaublich gerne, es hat mich wirklich gepackt, gefesselt, mitgenommen, und dann eben auch der 3. Teil der Nimmerherz-Reihe. 3 Bücher, die tatsächlich so mehr oder weniger in eine Richtung gehen. Es ist auf jeden Fall Fantasy. Und wo ich einfach merke, da gehört mein Herz hin. Also ja, ich weiß noch nicht, ob jetzt im Monat Mai der 4. Band von A Song of Ice and Fire gelesen wird. Ich habe ja eine Woche Urlaub Ende Mai. Ich gucke mal, ob ich es vielleicht tatsächlich da unterbekomme. Ich habe im Grunde wirklich das Bedürfnis, weiterzulesen und weiterzumachen. Und auch wenn es vielleicht für den einen oder anderen hier langweilig ist, mir ist es nicht langweilig. Und ich möchte diese Reihe natürlich auch zeitnah beenden, um mich dann eben einer ganz anderen Reihe, der Outlander-Reihe, zu widmen. Also ihr seht, es ist auf jeden Fall noch ein bisschen was geplant. Ja, für mich ein wirklich toller Monat, tolle Bücher, und ich habe ja auch keins in irgendeiner Art und Weise abgebrochen oder schlecht gefunden oder sonstiges. Es waren halt auch gute Bücher dabei, nicht immer herausragend, super tolle, mega geile Bücher, aber das gehört einfach dazu, und es braucht ja auch immer ein bisschen Schatten, damit man die Sonne erkennt, und so ist es ja mit Büchern im Grunde auch. Und das war jetzt auch mein Büchermonat April, und wenn ihr wollt, sehen wir uns natürlich im nächsten Monat wieder bei den Bücherwochen, bei den Neuzugängen, bei allen Videos drumherum. Würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr kein Video verpassen wollt. Guckt doch mal, hier unten irgendwo ist ein Abonnier-Button. Klickt da einfach mal drauf. Über einen Daumen hoch würde ich mich natürlich auch freuen. Und ich wünsche euch nun einen tollen Tag, einen schönen Abend, und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.